Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, kurz die Idee für ein Flugblatt vorzustellen. Wozu brauchen wir Flugblätter? Sowohl zum Verteilen als auch um sie in Briefkasten zu werfen. Wie wir alle wissen, die Altmedien bilden mehr oder weniger ein Kartell. Es ist jetzt so, dass Welt und Spiegel, diese beiden unterschiedlichen Verlage, zum Glück jetzt wieder eine etwas unterschiedliche Strategie fahren, was es für uns einfacher macht. Aber grundsätzlich ist es so, dass bestimmte Sachverhalte komplett ausgeschwiegen werden, die Leute ausgegrenzt werden. Das muss man ja, glaube ich, nicht mehr näher erklären. Bei Demonstrationen ist das Problem auch nur, dass wir Leute unter uns sind und die Demonstrationen werden falsch berichtet. Also es werden Kleinigkeiten rausgegriffen und groß aufgeblasen, sodass ein Falscheindruck entsteht. Also die Leute werden kollektiv getäuscht, die Demonstranten werden verächtlich gemacht. Das heißt, die Bevölkerung wird nach Möglichkeit ferngehalten. Genauso ist es ja auch so, die Antifanten blockieren die AfD-Stände. Alles hat den Zweck, dass die Informationen nicht an die Leute kommen. Und das wirksamste Mittel, das Einzige, was man eigentlich auch überhaupt dagegen machen kann, weil in YouTube ist es auch so, die politisch Interessierten, die schauen YouTube, die wählen aber alle schon AfD oder sind Antifanten. Das heißt, die Leute, die jetzt im Beruf stark eingebunden sind und keine alternativen Medien konsumieren, die kommen da auch nicht drauf. Natürlich über YouTube, der Algorithmus ist sehr gut, das wird sehr gut verteilt, aber es hat doch trotzdem seine Grenzen. Viele Leute erreichen wir nicht. Und es geht darum, genau die Leute zu erreichen, die vielleicht beim Fußball nur kurz die Werbung gucken. Oder die ja sonst wie stark eingebunden sind. Das Problem jetzt bei Flugblättern ist, dass die Linken den Leuten ein Falschbild einimpfen. Also sozusagen Frames, Framing-Fallen auslegen, so kann man es nennen, wo man ganz leicht reinrennt. Also die stellen die Positionen, die wahrhaftig sind, stellen sie als so doof hin, dass die Leute, wenn sie es sehen, das sofort wegschmeißen. Also dass es so unwahrscheinlich erscheint, dass die Leute sagen, ja, das ist ja Quatsch, das sind ja sowieso, das sind ja Spinner. Da wollen wir gar nichts mit anfangen. Da wollen wir gar nichts von wissen. Genau, sind auch Begriffe kontaminiert. AfD, Querdenken. Wenn man das den falschen Leuten sagt, wenn die das sehen, das kommt sofort weg. Da wollen die gar nichts von wissen. Viele. Und deswegen, wie kommt man jetzt an die Leute ran? Also natürlich, es sagt sich jetzt aus unserer Sicht leicht, was sind das für Mitläufer, was sind das für Idioten, dass sie nicht mal zuhören. Aber man darf die Blase nicht unterschätzen, diese Altmedienblase. Wenn man vor allen Dingen auch diese Propaganda die ganze Zeit um die Ohren geschlagen bekommt. Das kann man sich als normaler Mensch kann man sich das gar nicht vorstellen. Ich habe ja einmal 7 Tage am Stück die ganzen Talkshows geguckt und da habe ich dann schon gemerkt, wie das anfängt zu wirken. Weil es werden die Zweifel gesät und natürlich weiß man, dass es falsch ist, aber trotzdem, es wird wiederholt und dann stellt man sich die Frage, ist nicht doch was dran? Sie sagen es alle. Und es wird ja das Gefühl vermittelt, dass jeder die Meinung hat von den Altmedien, obwohl es natürlich immer wieder die gleichen Personen sind. Wie gesagt, aus logischer Sicht kann man sich das nicht vorstellen, aber probiert es selber aus, ihr werdet schon merken, diese ganzen Wiederholungen, es sät Zweifel. Und deswegen, wir sollten nicht aufgeben. Viele sagen jetzt, ja, wir haben gar keine Lust, ich habe auch schon gemerkt, diese Überzeugungsvideos, Schlafschafe überzeugen, Mitläufer überzeugen, die wurden nicht besonders gut geklickt, weil die Leute, glaube ich, frustriert sind. Sie haben das Gefühl, es bringt nichts, das zu probieren. Aber das ist genau das Ziel von den Altmedien. Dass wir es nicht mehr probieren. Natürlich, bei vielen Leuten bringt es nichts. Aber man darf nicht verallgemeinern. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und die echten Schlafschafe gibt es auch. Die alten Omas, die auf der Straße mit der Maske rumlaufen. Und die vielleicht nur einen Anstoß brauchen. Leute, denen man eigentlich einen Ausweg geben muss. Und vor allen Dingen auch, dass vielleicht Leute, die sowieso schon kritisch sind, dass sie nochmal besonders alarmiert werden. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, jetzt vor 2 Jahren, bevor ich jetzt YouTube geguckt habe, politisch,
ich darauf aufmerksam geworden bin, haben mir die Dinge auch nicht gefallen. Aber seitdem ich YouTube konsumiere, bin ich doch nochmal ein ganzes Stück alarmierter. Das heißt, wenn man jetzt die Leute, die sowieso schon kritisch, wenn die das in die Hand bekommen und die dann noch Epoch Times lesen, dann werden die wiederum ihr Umfeld aktivieren. So, wie habe ich jetzt dieses Flugblatt aufgebaut? Ich habe probiert, auf alle möglichen Behauptungen zu verzichten. Nämlich zu sagen, das ist so und so. Die Altmedien sind die Lügenpresse. Weil das sind unbewiesene Behauptungen und da läuft man im Zweifel nur in diese Falle rein, in diese Framing-Falle. Ja, die Spinner. Und vor allen Dingen ist es so, die Leute wollen selber schlau sein. Die wollen immer das Gefühl haben, sie sind selber drauf gekommen. Sie wollen nicht von irgendjemand anderem was übernehmen. Und wenn wir ehrlich sind, so geht es uns auch. Wir wollen auch selber schlau sein. Wir wollen stolz sein. Wir wollen nicht das Gefühl haben, jemand hat es uns jetzt erzählt und jetzt wissen wir es durch den, sondern wir wollen eigentlich möglichst gern selber drauf kommen. Und so ist dieses Flugblatt aufgebaut. Also man braucht natürlich irgendwie, muss man das ganz interessant machen. Wenn ich jetzt hier einfach nur ein Blatt schreibe, Epoch Times, das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja, von dem Flugblatt die Leute auf die alternativen Medien zu bringen. Weil wenn die Leute die alternativen Medien konsumieren, dann wählen sie AfD, Basis, Wir 2020 oder was auch immer. Das ist vollkommen klar. Außer es sind Antifanten, außer es sind Faschisten. Dann bringt es natürlich nichts. Aber die wissen sowieso Bescheid. Jedenfalls jetzt die Nachrichten, die Links allein drauf zu schreiben, das funktioniert nicht. Wir wollen auch keine Behauptung aufstellen, wo die Leute es sofort in den Müll werfen. Also kann man ja das ganz interessant gestalten. Also ich habe jetzt hier geschrieben, haben Sie das Gefühl, bei Corona und anderen Themen nicht so richtig den Durchblick zu haben? Und das ist so ein Schwachpunkt, weil die Altmedien vermeiden ja gezielt Vergleiche. Wie sieht es in den anderen Ländern aus? Oder vor allen Dingen, wie ist Corona im Vergleich zu der Grippe? Diese Vergleiche, die werden ja immer vermieden. Es wird ja die Einordnung vermieden, dass man das einordnen kann. Weil, wie wir alle wissen, John Ioannidis, WHO-Studie, die natürlich auch ganz klein gehalten wird, es ist nur 2,6 Mal tödlicher als die durchschnittliche Grippe. Und was natürlich die Altmedien auch nie sagen, dass die bisherigen Lockdown-Maßnahmen keine Wirkung erzielt haben. Überhaupt, John Ioannidis ist ganz wichtig. Das ist ein ganz scharfes Schwert, das wir haben, wo wir ganz froh sein können. Weil die Reputation von John Ioannidis ist nachprüfbar. Er ist einer der 10 meistzitierten Wissenschaftler der Welt. Er hat über Jahrzehnte Preise gewonnen und ist absolut vertrauenswürdig. Und dieser Name sticht die Drostens und die anderen Namen aus, von der Reputation her. Und das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel Bhakti ist natürlich auch ein Experte, aber Experten gibt es viele. Aber so ein Ausnahmewissenschaftler, die überall nochmal drüber stehen, das ist so die Kategorie John Ioannidis. Und John Ioannidis, das kann man ja nachlesen. Sogar in Linkspedia sind deine Leistungen aufgeführt, weil das können sie ja nicht bringen, dass sie das alles komplett ummodeln, weil dann ist es zu auffällig. Jedenfalls hat sich ja dieser Mensch in die Bresche geschmissen, hat da seine unabhängige Forschung gemacht. Man mag jetzt gar nicht dran denken, was der jetzt für Probleme bekommt. Aber die Klickzahlen von ihm auf YouTube sind vergleichsweise lachhaft. Also es sind ein paar zigtausend oder höchstens 100.000. Das ist natürlich ein Witz für die ganze Welt. Das ist gar nichts. Das heißt, der ist unbekannt. Das heißt, es ist jetzt an uns, diesen Namen und seine wissenschaftlichen Arbeiten das zu verbreiten. Deswegen sind hier unten in der Linkliste ist gleich drin John Ioannidis. Aber machen wir der Reihe nach. Also jetzt hier erstmal die Überschrift. Haben Sie bei Corona nicht den Durchblick? Klar, das ist eben genau, damit die Altmedien ihre Panik verbreiten können. Verhindern Sie die Einordnung, verhindern Sie den Durchblick. Und dann wird sich jeder Mensch sofort angesprochen fühlen und denkt, ja, das ist ja alles irgendwie verwirrend. Und dann sind natürlich dann appelliert man an die Neugierde und sagt, ah ja gut, wenn ihr das Bescheid wissen wollt, dann guckt euch das doch an. Dann habe ich eben noch so Unterfragen gestellt. Sie ärgern sich über die Medienberichterstattung. Ihnen scheinen systematisch wichtige Gesichtspunkte zu fehlen. In gewisse Richtungen scheint so gut wie keine Investigation vorzuherrschen. Und besonders diejenigen,
die sich besonders bis jetzt schon geärgert haben und dann halt vielleicht noch so mit der Faust in der Tasche trotzdem noch CDU wählen, auf denen das alles nicht so gut gefällt, das sind genau den Leute, denen man jetzt einen Ausweg baut. Und die dann sich ändern werden, die dann kein CDU mehr wählen, wenn sie Epoch Times, Kompakt und die ganzen Sachen lesen. Denen wird sofort ein Licht aufgehen. Natürlich, viele werden jetzt das in den Müll werfen. Aber viele auch nicht. Und ich glaube, es sind mehr als man denkt. Das hat auch noch andere Wirkungen. Dass die Leute allein sehen, es ist ja eine Opposition aktiv. Die sind aktiv, die Altmedien wollen den Eindruck herstellen, die Opposition, die gibt es gar nicht, die echte Opposition. Das sind nur ein paar ganz wenige und die spielen gar keine Rolle. Wenn jetzt die Leute schon mal so ein Flugblatt in die Hand bekommen, dann sehen sie, aha, da ist eine Opposition und die ist aktiv, die verteilen Flugblätter. Und vor allen Dingen, die jetzigen Mächtigen, die Altparteien, die Altmedien, konnten jetzt nicht verhindern, dass ich dieses Flugblatt in der Hand habe. Das ist ein wichtiger Machtbeweis von uns, dass wir in der Lage sind, unsere Informationen zu übermitteln. Und umso stärker ist natürlich dann die Wirkung, wenn sie dann auf YouTube gehen und das überall sehen, aha, da gibt es ja überall eine Opposition. Ich dachte bis jetzt nur, das sind ganz vereinzelte rechtsextreme Spinner. Und jetzt sehe ich, aha, das sind überall ganz viele Leute und da ist richtig was los. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Leute auch dahin zu lenken. Nicht allein, um sie zu überzeugen, inhaltlich, sondern sie sehen, da ist eine Kraft dahinter. Und auch was das für Leute sind, die da dahinter stehen. Und dann habe ich jetzt die für mich wichtigsten Nachrichtenmagazine aufgelistet. Also am wichtigsten ist für mich mit Abstand Epoch Times. Weil sie bringen am meisten, sie sind am aktuellsten. Und natürlich Kompakt. Kompakt sind auch absolute Profis. Und vor allem auch sehr, es ist auch eben kompakt, das ist ganz wichtig. Bei ganz vielen Videos oder auf ganz vielen YouTube-Kanälen ist das Problem, das sind gute Kanäle, aber das ist alles viel zu lang. Das muss auf den Punkt sein. Die Information muss auf den Punkt nachlesbar sein. Dann habe ich noch YouTube-Kanäle aufgelistet, eben Epoch Times, dann diese Unterkanäle, NTD, Frontal Plus, Lion Media, jetzt nicht irgendwelche Kommentierkanäle, sondern Nachrichtenkanäle, wo die Leute sich informieren können. Das Problem ist bei den Kommentierkanälen, wie jetzt auch eher mein einer ist, da können die Leute sich jetzt nicht sofort informieren. Es geht jetzt ja darum, dass die Leute sich informieren. Dass sie dann Leute wie uns sehen, das ist dann der zweite Schritt. Aber ich glaube, der erste wichtigste Schritt wäre, dass sie Epoch Times sehen. Oder Boris Reitschuster macht natürlich auch eine super Arbeit. Das ist natürlich, man kann da jetzt natürlich die Namen auswechseln. Also ich bin da auch nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin momentan viel beschäftigt. Da gibt es vielleicht noch bessere Nachrichtenkanäle. Das kann man also austauschen. Also da könnt ihr das auch so bestücken, wie ihr das wollt. Was ihr denkt, was die besten Nachrichtenkanäle sind. Und ihr könnt mir das auch gerne schreiben. Und dann hier weitere Informationsquellen. Und das ist dieses verheimlicht, verduscht, vergessen von Gerhard Wisniewski. Das ist für mich so eigentlich das Wichtigste. Weil auch die ganzen Informationen drin sind. Das ist das wichtigste Buch, also aus meiner Sicht. Oder ihr könnt mir sagen, wenn ihr ein besseres Buch kennt, was ihr besser findet, was ihr wichtiger findet, aber das verheimlicht, vertuscht, vergessen ist für mich die Nummer 1 im Moment. Deswegen habe ich es da oben hingeschrieben. Dann hier unten Links zu wichtigen Studien. Dann ist erstmal hier wieder, wie gesagt, John Ioannidis, weil der Name eben so stark ist. Aber da, ich bin, wie gesagt, nicht auf dem neuesten Stand. Vielleicht habt ihr da noch andere, bessere Namen. Dann hier Studienübersicht über die Maskenwirkung. Die Webseite ist auch sehr gut gemacht, das ist sehr auf den Punkt. Da sind die Studien kurz zusammengefasst, das kann man sofort sehr schnell überblicken, wenn man den Link geklickt hat. Dann weiter, diese Falsifikation von dem Treibhauseffekt. Der Gerhard Gerlich ist ein theoretischer Physiker. Und das im Ruhestand auch mit einer guten Vita. Und sowas ist auch überzeugend. Natürlich kann er jetzt, der Name Gerlich kann jetzt die anderen Namen nicht ausstechen. Aber hier wird sofort deutlich, wir haben hier einen Physikprofessor im Ruhestand, theoretischer Physiker. Der hat in einem Peer-Review-Magazin einen Artikel veröffentlicht und es wird ausgeschwiegen in den Medien. Wird nie eingeladen, wird nie diskutiert. Wie kann das sein? Da geht einem sofort ein Licht auf. Oder auch mit der experimentellen Widerlegung vom Treibhauseffekt im Treibhaus. Da wird dann dem Leser auch sofort klar, das hätte kommen müssen. Das darf nicht sein, dass ich das jetzt hier lese und ich habe es in den Medien noch nie gehört. Obwohl das ja auch ein wichtiges Experiment ist.
Ja, das sind jetzt meine Favoritenlinks, aber das kann man natürlich auch anders bestücken. Das ist ja nur ein grundlegendes Konzept. Ich lade das Flugblatt einmal hoch, jetzt vorläufig über Dropbox. Ich möchte natürlich eine Website machen und ihr könnt mir auch gern auf meine E-Mail jhnnstb@gmail.com, schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung rein. Da könnt ihr mir andere Flugblätter schicken. Die kann ich dann auch hochladen, dann kann man die runterladen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr mächtiges Mittel, um an die Leute ranzukommen, wenn es viele machen. Aber wenn jeder in seiner Nachbarschaft das verteilt, dann sind alle Leute informiert eigentlich in Deutschland. Das müsste eigentlich locker möglich sein. Weil wie gesagt, man darf sich keine Illusionen machen. Jetzt am Samstag sind ja in den Landeshauptstädten, glaube ich, überall Demonstrationen. Ist ja auch super unterstützenswert und wir müssen uns keine Illusionen machen. Die Altmedien werden es verreißen. Werden, wie gesagt, wahrscheinlich selber rote Punkte im blauen Bild produzieren. Entweder selber produzieren oder sie suchen, groß aufblasen, dann werden die Demos verrissen werden. Ausgeschwiegen oder verrissen. Wie es halt immer war bis jetzt. Bis auf den 1. August, wo der Überraschungseffekt da war. Aber jetzt am Samstag haben wir keinen Überraschungseffekt. Wie gesagt, ich glaube, die Demonstrationen sind für die eigene Moral auch gut. Aber man darf sich, glaube ich, nicht die Illusion machen, dass man damit die Leute erreicht. Sondern da, das geht nur über Flugblätter. Mit Demonstrationen keine Chance. Wer das glaubt, glaube ich, das ist eine Illusion. Besser wären bei Demonstrationen noch Umzüge. Und es bringt natürlich auch was. Es ist nicht so, dass Demonstrationen nichts bringen. Man kommt natürlich mit Leuten in Kontakt. Und vor allen Dingen wird den Altmedien und Altparteien wird die Maske runtergerissen. Sie zeigen, was für Leute sie sind. Das haben wir jetzt eigentlich schon alle gesehen. Aber es sehen dann vielleicht noch ein paar Leute mehr. Das ist schon gut. Und man muss alles machen. Aber Flugblatt ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Problem bei den Flugblättern ist, wir kriegen keine Rückmeldung. Das ist eben das Hauptproblem, dass man eben nicht sieht, wie derjenige, der das dann liest, wie der reagiert. Wenn ich ein Video hier mache, dann sehe ich die Klickzahlen, die Kommentare, dann sehe ich eine direkte Reaktion. Das sieht man bei den Flugblättern nicht. Das glaube ich, das senkt die Motivation sehr stark. Das ist halt ein großes Problem dabei. Da fehlt dann die Belohnung sozusagen. Aber trotzdem, man kann ja ein paar Exemplare ausdrucken und wenn man spazieren geht, kann man ja gucken, dass man vielleicht die irgendwie unter die Leute bringt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut. Für die Spenden möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr habt sehr viel gespendet. Das ist ganz hervorragend. Vielen Dank. Wie gesagt, jeder Euro hilft dem Kanal ganz stark weiter. Weil es, wie gesagt, wenn es gute Videos sein sollen, dann muss ich nachdenken. Und das Nachdenken, das erfordert Zeit. Das ist ein Vollzeitjob, um es ganz realistisch zu sehen. Also macht's gut.